Wenn ich mal nach guten Sportspielen für den Gameboy gesucht habe, bin ich immer wieder auf dieses Spiel gestoßen. Es soll eines der besten Tennisspiele auf dem System sein. Sportspiele sind auf den Systemen ja nicht immer unbedingt gut. Also, lass uns mal in das Spiel hineinschauen, ob es im guten Ruf auch gerecht wird. Was taugt Top-Ranking-Tennis für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Pax Saftonica entwickelt und von Nintendo 1993 bei uns veröffentlicht. In den USA erschien es im selben Jahr unter dem Namen Top Rank Tennis. In Japan erschien es seltsamerweise nie. Wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr sofort mit einer Vielfalt aus Spieloptionen begrüßt. Grundsätzlich könnt ihr 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Matches gegen den Computer oder mit bis zu 4 menschlichen Mitspielern über das Linkkabel spielen. Der 2 gegen 2 Modus ist jedoch im Vergleich zum Einzelspielermodus etwas abgespeckt. Hier könnt ihr nur einzelne Matches auf 3 verschiedenen Untergründen spielen. Der eigentliche Hauptaugenmerk liegt auf den Einzelspielermodus. Hier könnt ihr aus Practice oder Ranked auswählen. Erstes lässt euch, wie der Name schon vermuten lässt, einzelne Übungsmatches spielen. Der zweite bietet euch dagegen die Hauptspielerfahrung. Ihr legt euch dort einen Spieler samt Profil an, verteilt auf diesen auch Werte wie Geschwindigkeit und Schlagkraft und schon startet ihr als Tennisspieler ohne eine Ranglistenplatzierung. Eure Aufgabe dürfte nun klar sein, klettert nach und nach die Liste nach oben. Eure Gegner haben dabei alle eigenen Werte und somit Stärken und Schwächen. Diese sieht man auch in den Matches. Immer wieder machen eure Gegner auch mal kleinere Fehler und wirken so fast schon menschlich. Apropos Matches, die spielen sich natürlich getreu den offiziellen Tennisregeln. Wer also schon mal ein Spiel dieser Sportart gespielt hat oder im Fernsehen schon mal ein Match gesehen hat, weiß, wie die Regeln sind. Das Spielgefühl an sich ist dabei sehr gut umgesetzt. Die Ballphysik passt und ihr habt jederzeit das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Die Steuerung ist bei dem Ganzen etwas komplizierter, als man vielleicht denken mag. Es werden nämlich nicht nur die Tasten A und B benutzt, sondern auch Select und Start, um weitere Schlagoptionen hinzuzufügen. Die Schlagvarianten unterscheiden sich dann auch je nachdem, ob ihr gerade einen Aufschlag macht oder normal im Spiel unterwegs seid. Das mag jetzt erst einmal etwas unnötig kompliziert klingen. Man muss sich auch definitiv erst einmal daran gewöhnen, Start und Select als aktive Tasten zu benutzen. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase geht dieses jedoch erstaunlich gut von der Hand. Auf diese Weise erlangt das Spiel einfach eine Tiefe, welche man nicht bei einem Sportspiel auf dem Gameboy erwarten würde. Daher seid ihr immer wieder motiviert, dann doch noch eine Runde zu spielen, um einfach besser zu werden und neue Strategien auszuprobieren. Im Vergleich zum hervorragenden und tiefen Gameplay schwäche die Technik doch leider. Das Spiel ist weit davon entfernt, hässlich zu sein, jedoch lässt sie sich eher als einfach bezeichnen. Der Sound beschränkt sich dabei auch eher auf die Basics. Großartige Musik dürft ihr nicht erwarten, aber das stört auch nicht wirklich. Ihr behaltet immer die Übersicht und das ist schließlich das Wichtigste. Was taugt Top-Ranking-Tennis für den Gameboy also heute noch? Ich bin sehr positiv überrascht. Die gebotene Spieltiefe ist einfach fantastisch für ein Tennisspiel auf dem Gameboy. Wenn ihr also auch nur im Entferntesten mit dem Genre etwas anfangen könnt, solltet ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test zu Top-Ranking-Tennis auf dem Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.